So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Mechanikteile von Anhängern, Bussen, Traktoren oder anderen Fahrzeugen, nehme ich mal an. Wo mache ich das Ganze? Ich fliege jetzt einfach nach Lazy Lake und zeige euch einfach mal genau, was ihr da einsammeln müsst. Dann, ihr wisst ja, ich mache gern für euch die Aufgaben. Ihr könnt mir natürlich danken, indem ihr meinen Creator-Code eintragt, YT-FamilyHack. Und natürlich, wenn ihr Bock habt auf Custom Games, natürlich gerne in die Livestreams reinkommen. Aber jetzt am Anfang der Season werden wir natürlich erstmal nur leveln. Also, wenn ihr da mitmachen wollt in den Gruppenkeilen, um extrem schnell zu leveln, einfach eine Freundschaftsanfrage an YT-FamilyHack schreiben, genauso wie der Creator-Code ist. Und dann könnt ihr mir da auch einfach nachjoinen. So, den hier kann man schon mal nicht abbauen. Ich habe das nämlich eben schon mal, dass ich einen Mechanikteil gefunden habe. Das Problem an der Geschichte ist, ihr müsst Fahrzeuge finden, die sich halt abbauen lassen und nicht fahren lassen. So, hier haben wir schon mal einen Mechanikteil gefunden, aber wir müssen natürlich fünf davon finden. So, die Sachen brauchen wir nämlich dann, ja, das hat er mir gut erklärt, um noch Waffen herzustellen. Ihr habt ja bestimmt schon gesehen, das Knochenvideo, was ich gezeigt habe, da werden wir halt die Knochen brauchen. Und bei der normalen Pumpgun brauchen wir halt Mechanikteile. Wollen wir also Urzeitschrotflinten herstellen, brauchen wir Knochen. Wollen wir uns eine normale Pump daraus herstellen, brauchen wir Mechanikteile. Dafür müsst ihr halt natürlich normale Autos, Traktoren, wie eben auch in der Aufgabe beschrieben, einfach kaputt hauen. Und dann bekommt ihr diese und könnt so alles Mögliche ändern. So, jetzt gucken wir gerade mal, ob ihr ein normales Auto, das habe ich mich noch nicht ausprobiert, wenn wir ein normales Auto kaputt machen, ob wir da auch Mechanikteile rausbekommen. Wir gucken einfach mal. Ich denke mal eher nicht. Ich glaube, das Ergebnis nicht einfach explodieren. Oder? Na, seht ihr, wir kriegen auch da Mechanikteile raus. Gut, bevor es explodiert, kann ich weggehen. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Ah, oh, guck mal, wie so Mechanikteile da rausgekommen. Ihr dürft halt nur nicht warten, bis es explodiert. So, kriegen wir noch eins raus. Ja, das war's. Und dann schnell weg. So, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell wir die Mechanikteile bekommen. Und da würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und in dem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß und haut rein.